Oh, ich sehe da unten schon Pollen. Bei den Katzen. Katzenkratzbaum. Ja, eine Menge Pollen. Ach, willkommen in Sancta, einem von Arthwins melodischem Lobgesang gesegneten Land. Nur die Schildwanzen können seine Stimme hören. Seltsam, oder? Dieses Rätsel sträubt sich, gelöst zu werden. Wenn du uns helfen kannst, wissen wir das zu schätzen. Apropos Rätsel, unsere Missionare haben gerade etwas entdeckt. Ein großes, rundes Relikt. Sieh es dir an, wenn du es nicht siehst, musst du blind sein. Haha. Okay. Es wird nicht einfach werden, Solara davon zu überzeugen, das Banner herzugeben. Offenbar wollen die Schildwanzen aus Sancta, dass Arthwins Lobgesang für alle ertönt. Aber wie soll das gehen? Ich habe das Gefühl, dass dieses kreisrunde Ding Teil der Lösung ist. Und ich frage mich, warum die kleine Schildwanze hier so aufgeregt ist. Muss ich bestimmt ansprechen. Ich kenne noch Videospiele, ich gehe sowieso erst wieder woanders hin. So, rote Tinykin lieben es, Sachen in die Luft zu jagen. Ja, endlich! Sie explodieren, wenn sie mit zerbrechlichen Dingen in Berührung kommen. Ich nehme ich dort direkt mal mit. Ich glaube, die wären meine Lieblinge. Bumm. Geil. Oh, ich werde sie lieben. Kommt alle mit. Okay. Ich sehe schon. 1, 2, 3, 4. Cool, dann ist der Weg schon mal frei. Oh Gott, wir können überall hingehen. So, die nehmen wir mit. Ja, ein paar lilane oder pinke. Ach du Scheiße. Das wird ja richtig furchtbar. Ja, ein paar rote. Ich weiß schon, ich werde die Hauptmission oder generell die Mission erstmal vernachlässigen und überall sonst hingehen. Warum brennen hier überall Kerzen bei diesen ganzen Staubmäusen hier? Und können wir das kaputt machen? Nee. Die Bleistifte können wir nicht kaputt machen. Oh, das da hinten können wir aber kaputt machen. So, noch mehr rote. Ich glaube, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich bin. So, hier waren die Streichhölzer. Bam! Nice. Sieht ein bisschen aus wie Honig. Okay, cool. Macht schon Spaß. Ist schon cool gemacht. So. Ich weiß, eigentlich müsste ich mit dem anderen Typen da reden. Kann man das hier kaputt machen? Nee. So, noch ein paar rote hinter. Erstmal mit anderen Leuten reden. Ich habe es gesehen. Da drin, ganz unten im großen Schrank, ein Monster. Es war gigantisch und es hatte überall Haare. Böse Augen. Gefährliche Reißzähne. Es wollte mich in Stücke reißen. Aber wie kann es sein, dass du noch hier bist und davon erzählen kannst, wenn das Monster so furchterregend war? Durch eine Lücke konnte ich entwischen und dann habe ich den Eingang verbarrikadiert. Denkst du, das nehme ich dir ab? Hm. Brauchen jemand Neutrales. Du, mit den seltsamen Haaren. Kannst du uns Beweis bringen? Ein Zahnhaar oder eine Zeichnung? Beweise, dass sich wirklich etwas in den Schrank befindet, sonst wird Dovi nie die Klappe halten. Ah, ich hab's. Du solltest zu Instagrette gehen. Hat die Instagram oder was? Das ist eine Ameise, die hier sehr beliebt ist. Ja, dachtet mir schon. Sie hat ein Gerät, das uns helfen könnte. Ja, zum Fotos machen. Dann können wir es ja auf Instagram teilen. Das leuchtet so pink. Brauchen wir blaue. Okay. Auch interessant. So, Instagrette. Das ist mein Knipser. Er drückt den Knopf, stellt sich vor das große Augenglas. Und bam, er macht ein Bild von dem, was er sieht. Er ist ziemlich schwer, aber meine Follower helfen mir, ihn zu tragen. In jedem Zimmer habe ich mindestens ein Bild von mir. Hm.
Oh, 25, so viel haben wir noch nicht. Wir haben erst 3, verdammt. Okay. Ah, hier kommen wir auch rein. Wir müssen noch ein paar mehr Pinke sammeln. Oh Gott, davon gibt es 1000? Oh je. So. Kasper, ich sehe schon. Schön. Ah, ich glaube, das war die andere Seite. Gut. Ah, die können wir aber schon mal kaputt machen. Ich hätte die Roten bestimmt noch für andere Dinge gebaut, aber naja, wir werden neue finden. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich kann überall hingehen. Ja. Jetzt haben wir keine Roten mehr. 2 Stück brauchen wir. Oh nein. Gut. Schauen wir mal oben. Da sind noch ein paar Rote. Das ist schon mal perfekt. Seid ihr auch rot? Ja. Oh, so kleine Eier. Oh, die müssen wir auch kaputt machen. Ah. Okay. So, dann werden wir direkt mal wieder nach unten gehen. Dann können wir die Pinken mitnehmen. So, 2. Perfekt. Wir müssen noch echt einiges sammeln für den Knipser. Oh Mann. Nein! Okay, wir leben noch. Ich glaube, hier werden wir eine Weile beschäftigt sein in dem Raum. Ja, alles zu erkunden, alles mitzunehmen. So, wir sind wieder oben. Wo sind... Ah, okay. Ihr seid da. Oh Gott, wenn ich die ganzen Pollen da überall sehe. Wir werden ja nie fertig. Okay, dafür reicht eine. Nice. Machen wir schon mal einen Weg nach unten. Oh Gott. Dachte ich falle. So ein Spiel ist echt perfekt für mich. So sammelwütig. Ach scheiße. Ach, da muss ich auch noch hin und da muss ich auch noch hin. Und da kann ich auch noch einsammeln. Und irgendwann in 5 Jahren machen wir dann mal die Quest weiter. So. Gehen wir darüber, gehen wir darüber. Wir werden sowieso überall mal hingehen. So. Oh, und 2 Betten. Vielleicht auch für die Tiny King oder für die anderen komischen Kakerlaken. 4. Okay, 4 Stück haben wir sogar. Was ist das hier? Eine Diskette. VHS. Reicht 1? Ah! Nice. Noch eine Abkürzung. Cool. Jetzt brauchen wir 4 sogar. L'Oreal. Willkommen im Hotel zur großen Kassette. Unser Hotel ist das berühmteste in ganz Sankta und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf den Tempel. Pilger aus dem ganzen Haus finden sich hier zusammen. Leider muss ich dich informieren, dass die Büschel auf deinem Kopf unseres Etablissements nicht würdig sind. Bitte? Man sollte meinen, dass du dir mehr wert bist. What? Wurde ich gerade wegen meiner Haare diskriminiert? Meine Güte. Dafür nehme ich die roten Eier hier mit. So. Geh mal hier hoch. So. Apropos Pollen, mir juckt auch die ganze Zeit schon die Nase, ey. Ist doch furchtbar. So, machen wir das auch mit. Boah, ich hoffe, wir können das nochmal verlängern. Das ist immer ganz knapp mit diesem Schwebeblase. Aber das schaffen wir nicht, okay. Aber wir können ja hochklettern. So. Alpha Max. Gibt er mir auch Tipps, wie ich mich als Frau zu verhalten habe, oder was? Ich hatte mal ein Hotel hier in der Nachbarschaft, aber seit dieses hier geöffnet hat, bleiben mir die Gäste weg. Ich
Ich bin hergekommen, um eine negative Bewertung zu hinterlassen, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich ausgezeichnet. Oh. Ich meine, ich würde bei dir wohnen. Ja, okay. Sag's wenigstens nicht mal, dass meine Haare kacke sind. So, die beiden könnten wir kaputt machen. Wie viele rote haben wir? 7. Ich glaube, das passt perfekt. Warum haben wir das jetzt kaputt gemacht? Man weiß es nicht. 4. Verdammt, uns fehlt einer. Aber... Habe ich noch ein rotes Ei irgendwo übersehen? Ja, okay, müssen wir wahrscheinlich erstmal sammeln. Moment. Das will ich einmal mitnehmen. Oh, hier hinten sind rote Eier. Na Mensch. Ich werde mal gleich wieder zurückgehen. Wie süß ist das bitte gemacht hier? So. Bam. Hat der Story schon was vorweggenommen? Wahrscheinlich. Und wir können Musik machen. Ein Moment, apropos Pollen, ich muss mir auch mal kurz die Nase putzen. Ich glaube, das werde ich heute auch wieder häufiger machen müssen. So, das ist, glaube ich, unter uns. Ne? Okay. Ich glaube, ich nehme der Story bestimmt irgendwas vorweg, weil ich jetzt schon wieder irgendwelche Sachen mache. Ich gehe mal lieber da hinten rüber. Schau mich hier um. So, hier haben wir noch ein paar rote. So. Oh, wir haben erst 6. Oh, wir brauchen noch so viele pinke, Mann. So. Oh, eine süße kleine Bank. Auch niedlich. Ja, ein paar pinke. Yay. 3 mehr. Und hier brauchen wir wieder einen roten. Zack. Oh, mehr. Verdammt. 4. Vier noch. Wie süß einfach. Die Geräusche. Oh. Achso. Das macht nur Geräusche, okay. Ich dachte, damit können wir auch noch was machen. Ah, mit der Tasse. Ah. Ah. Okay. So. Damit haben wir wieder. Ich glaube, das war nur einer, oder? 11 haben wir jetzt. Gott, wir brauchen mindestens das Doppelte noch. Ich weiß nicht, wie viele das waren bei dem Fotografieren. Aber mehr als 11. So. Das habt ihr doch gesehen hier. So, jetzt haben wir noch ein paar mehr. Mit dem Buch können wir auch noch was machen. Das ist schon geil. So, ich denke mal, das reicht. Yay, noch eine Pollen. Gott, wenn hier ein Allergiker wohnt, ne? Dann ist auch vorbei. Ah, bin genau. Ja, er will da nicht springen. Ne? Gut, wir müssen dann auch weiter nach vorne schieben. So. Gut, dass die mir wenigstens nicht mehr verloren gehen, wenn ich die dagegen schlage. Wie weit kriegen wir das auf? Bis die Schublade rausfällt? Nee, schade, wäre lustig gewesen. So. Das ist ein Bild. Noch mehr rote Eier. Oh, ein Brief. Okay, nehm den mal mit. Ich weiß noch nicht, für wen. Okay. Noch eine Abkürzung nach oben. Ich nehme mal kurz die Pollen mit. Oh mein Gott, wir haben noch so viel zu entdecken. Das nehme ich auch mal mit. Okay, der Brief wurde immer weitergetragen. Das ist sehr schön. Ich hätte auch gerne so kleine Helferlein. Das ist schon sehr praktisch. Ah, hier
Hier können wir auch noch eine Schnur hinmachen, okay. Cool. Ich hier wieder hoch, ja. Drücke R, um die erweiterte Realität deiner AR-Brille ein und aufs Erde. Habe ich schon gesehen. Soll eine AR-Brille sein? Aha, da finden wir auch noch so ein Tag. Mhm. Cool, cool. Da hüpft auch jemand rum. Oh Gott. Ich bin leicht überfordert. Und da unten sind auch noch... Oder sind das Eier oder haben wir die schon... Naja, gut. Nee, die haben wir noch nicht. So, hier kommt auch noch mit. So, da drin waren wir schon. Oh, hier wird man bestimmt irgendwas verpassen. Hier können wir auch nochmal nach unten. Hier sind wir, glaube ich, wieder am Anfang, ne? Naja. Der da hinten kann weiterhüpfen, der ist mir egal. Der Kunde ist mit ganz zur Welt. So. Da oben. Wie kommt man denn da oben hin? Aber die Lampe? Nee, ne? Hm. Denn auf die Lampe drauf. Vielleicht, wenn wir irgendwie auf die Tür raufspringen können. Ja, müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite dann machen. Gut. Wir können ja erstmal wieder nach unten. Wie viele haben wir jetzt? 14. Okay, das reicht immer noch nicht. So. So, ich gehe jetzt mal zu denen da hinten. Mal gucken, was die wollen. Warum hören Erwachsene nie auf mich? Dieses Relikt muss da oben zu dem Schrank gebracht werden. Aha. Auf dem Relikt und auf dem Poster ist das gleiche Symbol abgebildet. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin zu klein. Du kannst die rosa Tinykin benutzen, oder? Wirf ein paar auf das Relikt, dann erledigen die das. Hm, ja. Geht bestimmt. 10 haben wir zufällig dabei. Let's go, Jungs und Mädels. Süß, ey. So. Wer bist du? Hallo, ich bin Teslas Assistentin. Sie hat dir gesagt, was zu tun ist, oder? Ich soll etwas besorgen, um das durchgetrennte Kabel zu ersetzen für die Maschine, die sie reparieren will. Es gibt da ein Leiterstück, das genau die richtige Größe hat unter diesem Sessel. Tesla meinte, ein Gerät würde mir dazu Zugang gewähren, aber ich weiß nicht mehr welches. Wenn ich sie nochmal frage, hält sie mich für einen Idioten. Okay. Leute, ich habe hier noch einen Brief. Wer will einen Brief haben? Habe ich diese Zeichnung gesehen? Was, wiederhole ich mich etwa? Tut mir leid. Ich kann meine eigenen Gedanken nicht hören. Hm. Okay. Trosby. Die Kampagne war wirklich ein Erfolg. Also das Relikt ist so... ist groß und rund, aber was genau bewerkstelligt ist. Wir sollten es mal werfen. Oh, was für ein Riesending. Ich brauche mal eine Auszeit. Hoffentlich habe ich Zeit in Celerion zu einem Kartenrennen zu gehen. Arduin hat uns gelehrt, dass Weisheit und Zurückhaltung Tugenden sind. Aber mal ehrlich, ist dieses Ding nicht das absolut coolste, was es ist? Wie außergewöhnlich. Okay, ich muss den hinterherrennen, ich sehe schon. Das kann ich halt auch nicht weiter. Es wird nicht einfach werden, Solare davon zu überzeugen, das Banner herzugeben. Offenbar wollen die Schildwanzen aus Sancta, dass Arduins Lobgesang für alle ertönt. Aber wie soll das gehen? Ich habe das Gefühl, dass dieses kreisrunde Ding, was dann nicht mehr liegt, Teil der Lösung ist. Und ich frage mich, warum die kleine Schildwanze hier so aufgeregt ist. Ja, habe ich doch schon gefragt. Arduins Lobgesang ist ein Segen, das stimmt. Doch manchmal, und ich schäme mich, das zu sagen, ist er auch eine Bürde. Seltsam, oder? Dieses Rätsels sträubt sich, gelöst zu werden. Wenn du uns helfen kannst, wissen wir das zu schätzen. Ja. Das ist bestimmt, dass wir die Wand kaputt machen, ne?
Diese alten Türen stecken völlig fest. Das ist schon das dritte Mal diese Woche. Ich habe die Riesenkäfer um Hilfe gebeten, aber das wird noch dauern, bis sie kommen. Falls du sie aufbekommst, wäre das gut. Wir werden sie aber auf jeden Fall ersetzen müssen. 10! Hat sie aber geklappt. Bam. Weiter geht's. Mit eurer CD kann ich mich da... Ja, nice! Was für ein Leben! Wie cool. So. Oh nein, jetzt habe ich glaube ich keine mehr, ne? Nee. Wie geil die sind, ey. Dieser Bau dieses Tempels hat uns viel Zeit gekostet, aber hätte Arduin das zu schätzen gewusst? Wer ist Arduin? Ja, nice. Eine CD haben wir schon mal. Kabel müssen wir noch reparieren. Ich habe immer noch einen Brief. Ja, der Krummschlepper. So, die drei kommen mal mit. Was für ein Tempel. Es fehlen zwar Türme, Strebewerk und Zacken, aber ansonsten ist es ganz hübsch. Eine Menge Pollen gibt es ja auch. So. Ja, ein paar Pinkeln. Sehr schön. 19 haben wir jetzt schon. Nice. So, hier war der Eingang. Gott, die kann man sich aber auch echt verlieren. Scheiße, wir haben keine roten mehr. Nein. Ich habe eine kleine Zeichnung von Arduins als Opfergabe an die Wand gehängt. Soll Arduin sein, dieser Kreis? Okay. Beschmutze die Tempelwände nicht, du Rabauke. Aber mein Herr, das ist nicht meine Absicht. Ganz im Gegenteil, ich bin ein Mistkäfer, versteht ihr? Wir kümmern uns um den Dreck anderer Leute, denen er nur eine Last ist. Zu viele Worte, zu kompliziert, du bist schmutzig. Hinfort. So, 19 haben wir und einen Brief. Oh, ich habe das Gefühl, dass meine Nase auch immer weiter zu ist. Wenn ich ganz Pollen hier sehe. Scheiße, wir haben keine Roten mehr. Wir brauchen mehr Rote. Hier sind noch ein paar Pinke. Ah, dafür brauchen wir wieder Rote. So, was geht hier ab? Moment. So. Moment. Warum hören die Schildwanzen Arduin ununterbrochen, ihr aber nicht? Die Wege des Arduin sind unergründlich. Er hat die frommen Schildwanzen auserwählt. Es steht uns nicht zu, den Schöpfer zu hinterfragen, Thomas. Mhm. Interessant. Sehr interessant. Was ist das hier? 6 Stück brauchen wir. Achso, die schleppen das direkt irgendwo hin. Es ist schon witzig. Oh, hier drüben wahrscheinlich. Ne, nach unten wollen die das schleppen, okay. Rumbledore. Und zu unseren Vorfahren sprach Arduin wieder Arroganz und Stolz. Habt die Bescheidenheit und Mitgefühl gewählt. Wieder Niederträchtigkeit und Zwietracht habt die Gütigkeit und Mithilfe gewählt. Ich kann euch nichts mehr lehren. Ihr findet nun selbst euren Weg. Mein Zuhause ist nun euer Zuhause. Und sollte eines Tages die Abmachung ins Wanken geraten, erinnert euch an diese Worte, diesen Moment und diese Stimme. Mein Gott, wie viel labert er denn noch? Dann selbst wenn ich fort bin, wache ich über euch. Erst meine Pflicht gegenüber den Geopferten. Mhm. Ist ja echt wild hier. Ehre gebührt Nardin. Und den Priestern. Arduin, er heißt Arduin, du Volltrottel. Ehre gebührt Baldwin und der Priesterin. Ehre gebührt Baldwin und der Priesterin. So, wer bist du?
Libellen leben lange und können sich an Dinge erinnern. Ich weiß, dass du nicht von hier bist. Ich habe dich von dort oben aus beobachtet und dein Misstrauen gespürt. Du verstehst unsere Inbrunst, unseren Glauben nicht. Ardwin, du hast noch nie eins der Wunder miterlebt, die er vollbringt. Seine Gunst verdanken wir unser Leben. Lautlos im Dunkel repariert Ardwin die Löcher in unseren Wänden, stockt unsere Vorräte auf und sorgt für unser Überleben. Sein Einfluss beginnt überall und endet nirgends. Ach, dieses Holzding. Stimmt. Nice. Quark. Geil. Okay, geh mal kurz nach unten. Cool. Wir haben schon fast die Hälfte. Okay, der hat aber schon einen Stock. Cool. Haben wir dort aus Versehen auch gefunden. So, gehen wir nach oben. Unser Onkel sagt, wenn wir ein Problem haben, sollen wir herkommen und zum großen Ardwin beten. Aber er antwortet nie. Vielleicht ist er schüchtern. Wir brauchen mehr Rot, Mann. Wir brauchen einfach mehr Rot. Wie die hier auch alle mit draufkommen, ey. Ist das ein bisschen... Konzentriert euch. Meditiert. Ardwins Lobgesang ist Teil von euch. Ihr müsst lernen, mit der Musik zu leben, so wie er auch mit flatternden Flügeln und Luftströmen lebt. Cool, cool. Ja, drei rote, yay. Nicht mal ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, aber zu Ardwins Zeit lebten wir Schildwanzen im Garten mit Mantis. Damals waren sie noch nicht ganz so irre. Ob ihr es glaubt oder nicht, als Ardwin verschwand, baten die Libellen uns um Hilfe. Riesenkäfer können gut auf Sachen einschlagen, aber wenn es darum geht, graue Zellen zu benutzen, sollte man uns fragen. Haha. Okay. Brauchen wir nur einen. Okay, wir haben mal nur eine Abkürzung nach unten. Okay. Wie viele rote haben wir? Zwei? Ja. Das ist nicht so viel. Unter uns sind ein paar. Dafür brauchen wir bestimmt vier, okay. So. Jetzt haben wir wieder ein paar. So, ach ja, stimmt, ich wollte die goldenen Pollen. Das war noch mit einsammeln. Ah, ich brauch viel mehr rote, ey. So, da oben können wir noch ein paar. Mein Gott, jetzt juckt mir die ganze Zeit so die Nase, ne? Gestellen nicht von Pollen rede, ist halt schlimm. So, 7 Stück haben wir jetzt. Sehr schön. Ich glaube, ich mache hier gleich meine eigene Sekte auf, so wie das aussieht. hier, macht mir mal die goldenen hier weg. Oh, scheiße, ich brauche 2 dafür. Wie blöd. 4 braucht man für das Ding da oben. Ich meine, hier wird es ja sicherlich mehr als genug von den Roten geben, damit man auch alles machen kann, aber... So. 4. Wir haben 5. Let's go. Cool. Dinge erreicht. Okay, können wir jetzt einmal nach oben. Cool. Ja, hier gibt es mehr Rote. Von hier oben wahrscheinlich. Das war knapp. Yes, perfekt. Cool. Wir haben 22 und 4. Können wir damit schon den Fotoapparat bedienen? Zu wenige. Da unten sind noch mehr rote. So, jetzt haben wir nur noch 2 rote. Hier drin haben wir auch noch so viele Sachen, die wir kaputt machen können.
Hier erstmal wieder alle Roten weghauen. So, wir können ja mal gucken gehen, ob wir den Fotoapparat schon bewegen können. Wir sollten mal rausfinden, wer diesen blöden Brief haben will. Moment. Den Koffer können wir nicht benutzen. 25! Oh, Mann. Wir müssen noch mehr finden. So, was geht denn hier? Ein paar rote. Hier will doch jemand was für die Post. 4. Hm? Haben wir rote dafür oder wie? Ah, die 4 Briefe wahrscheinlich, oder? Heute gibt es keine Post, mein Freund. Unsere Zusteller sind verschwunden. Sie haben ihre Fracht einfach weggeworfen. Wenn du in Sankta irgendwelche Briefumschläge findest, könntest du sie bitte in den Briefkasten vor dem Schalter werfen. Ah, okay. Jo, haben wir schon gemacht. Hey, du kannst nicht einfach in einer Postfiliale aufkreuzen und erwarten, dass der Schalter offen ist. Hörst du? Hm. Ja, das ist irgendwie... Hm? Haben wir den nicht richtig eingeworfen? Jetzt. Oder hier lag noch einer. Gut. Wer bist du? Der Schildwanzentrupp ist wieder in Zankta, oder? Das ist erfreulich. Mein kleiner Bobby-Wan ist sicher bei ihm. Hoffentlich stattet er seinem alten Meister einen Besuch ab. Okay. Ganz viel. Soll das ein Witz sein? Ein halbes Dutzend Eierlein für einen einzigen Laib Brot? So, wer kostet es momentan? Wir halten nur selten Lieferungen aus Ambrose. Sehr froh, dass ich ein gutes Brot backen kann, bei dem wenigen Mehl, das ich habe. Gutes Brot? Das Essen im goldenen Mutterkorn ist schon seit jeher kaum genießbar. Und jetzt sind die Preise auch noch astronomisch. Ich werde woanders einkaufen. Naja, wenn du wiederkommst, um dich zu entschuldigen, vergiss nicht, ein Dutzend Eierlein mitzubringen. Wir stecken in einer Krise, die Preise klettern nach oben. Ja, wer kennt's nicht. Verdammt, wir haben nur 3. Jetzt haben wir keinen mehr. Oh Mann, ey. Meine Nase läuft die ganze Zeit, ne? Ist das nervig heute? War nämlich jetzt vor... Oh, was hat er denn da? Einen Knochen in der Hand? Okay. Kann einfach einen Knochen projizieren. Draußen hat meine Nase auch schon so viel gelaufen. Oder lief die ganze Zeit. Meine Augen liefen die ganze Zeit. Also keine Ahnung, was da wieder los ist in meinem Körper. Aber ja, nervig. Irgendwas scheint mein Körper nicht so ganz zu wollen. Natur oder so. Hallo, junge Larve. Du gehörst hier nicht hin. Die letzten Metamorphose ist ein Heim für alte, erschöpfte Insekten, die ihr Leben in Arthwins Obhut ausklingen lassen wollen. Mhm. Cool. Ich gehe trotzdem nach oben und hol mir die Pollen. Ja. Haben wir noch 2? Ich glaube, wir haben keine roten mehr. Und wer schläft hier unterm Dach? Das ist einfach nur ein Bett. Da kommen wir aber eh nicht rein. So, da oben sind noch ein paar rote. Hey, du mit dem komischen Hahn. Einer wie du muss erst klopfen, bevor er das Zuhause von ehrlichen Rentnern betritt. Keine Sorge, mein Ferkelchen. So, ein toller Spitzname. Er scheint ein Weichei zu sein. Wenn ich einmal mit dem Nudelholz zuhaue, ist er platt wie eine Flunder. Und schon weg. Ich will nur die roten Tiny Kinster haben. So. Wie viele das mittlerweile geworden sind? 23. Uns fehlen immer noch 2. Für... Na komm. Für den Fotoapparat. Dafür brauchen wir auch mehr, ne? 2. Verdammt. Gut. Ich komme wieder. Dafür brauchen wir bestimmt auch mehr. Ja. Da haben wir sie. Das Altenheim ist eröffnet. Keine Ahnung wieso, aber cool. So. Wo gehen wir als nächstes hin?
Was haben wir denn hier drüben? Reisender, hast du die Zeichnung von dem Tardigrado gesehen? Sie ist auf dem Relikt zu sehen, dass die Schildwanzen gefunden haben. Ist sie gleich wie die über dem Schrank, auf dem sich die kryptische Maschine befindet? Sie werden es bald herausfinden. Lass sie lieber in Ruhe. Friedliche Nacht, Reisende. Ein riesiger Ball voller Pollen. Wir brauchen noch mehr Rote. Hier gibt es ein paar Rote. Nice. So. Yay. Wie viel haben wir jetzt? 26. Nice. Jetzt können wir gleich zurückgehen nach einer halben Stunde oder so. Wenn wir uns hier umgesehen haben für Fotoapparat. So. Hier können wir auch was bewegen, um nach oben zu kommen. Gehen wir nochmal kurz um die Ecke. Kann man den Ball hier mal kaputt machen. Wie viel brauchen wir? 4. So viele. Schade, dass sie kaputt gehen. Schade, schade. Ah, hier oben haben wir direkt noch ein paar mehr. So, was ist dein Problem? Ja, hast du das gehört? Der alte Dovahkiin meint, das wäre ein Monster drin. Ich habe gesehen, wie er aus dem Loch rauskam. Er hat es verschlossen und lief nach seiner Mama rufend davon. 4, wir haben leider nur 2. Okay, hier hinter soll es sein. Ich komme wieder. Wenn ich genug Rote wieder mal gesammelt habe. So, da rechts waren auf jeden Fall welche. Okay, erstmal hier oben hoch. So, ja, ja, Rote. Ah, ne, Pinke. Eine charmante Dame, die ich im Bruch begegnet bin, hat mir von ihrem Malheur erzählt. Hier ist ein wertvoller Edelstein, in die Bilderkiste gefallen. Hast du den Fernseher? Du siehst ziemlich gelenkig aus. Kannst du da vielleicht hineinklettern und die Maschine wieder anschalten? Nur so können wir den Edelstein dort rausholen. Okay. Das spitze Werkzeug da oben könnte dir sicher dabei helfen, die Kiste zu öffnen. Okay, erstmal den Fernseher kaputt machen. Ich würde sagen, um da heranzukommen, brauchst du 2 Schwebeblasen. Es wäre besser, wenn ich nicht beim Herumschnüffeln gesehen werde. Bring mir den Edelstein, falls du ihn findest. Okay. Oh Gott, so viele Aufgaben. So. Wo bin ich denn hier gelandet? Ja, hi, Andi. Willkommen. Ich probiere mal wieder ein neues Spiel aus. Ich finde es sehr, sehr süß bisher und sehr überfordernd, weil wir können hier überall rauf und Pollen sammeln. Deswegen läuft mir auch die ganze Zeit die Nase hier schon. Warte mal, hatten wir da im Rentnerheim noch irgendwas, was wir kaputt machen konnten? Bestimmt. Und wir müssen irgendwie rausfinden, wo die Menschheit herkommt oder irgendwie sowas. Und ihn hier, glaube ich, auch zurückbringen. Und dann haben wir hier so ganz viele Sklaven, die uns hinterherlaufen. Mit den Roten können wir Dinge kaputt machen. Und die Pinken können halt Dinge verschieben. Die sind sehr stark. Und ja, es ist einfach sehr süß bisher. Ja, da können wir auch was kaputt machen. Ah, hier haben wir noch 2 Rote. Ich glaube, ich würde jetzt... Oh, da ist noch mehr. Nice. Zurückgehen zum Foto machen. Beziehungsweise den Fotoapparat werden sie ja wahrscheinlich mitschleppen, ne? Gespannt, ich gehe mal kurz zurück. Dann können wir noch ein paar Rote finden, die Tür aufmachen wegen diesem Monster. Genau, da oben. Ich glaube, die brauchen 4, ne? Ah, ne, 2 noch. Nice. So. 2 Rote haben wir noch und 29 Pinke. Nice. Let's go! Lass mir die alte Kamera hier mitnehmen. So. Gleich wirst du sehen, wie praktisch die sind. Ich hätte gerne auch welche davon. Let's go, Jungs und Mädels. Das ist halt schon sehr süß.
So, damit müssen wir ein Monster fotografieren. Aber wir brauchen noch ein paar rote. Hier sind ein paar rote Eier. So, da drin waren wir schon. Wollen die das da oben hochschleppen oder was? Bin ich mal gespannt. 5 haben wir. Ist schon sehr süß. Damit müssten wir, glaube ich, die Tür da oben aufkriegen. Ah ne, sie bleiben unten stehen. Okay. 4. Okay, perfekt. Okay, die bleiben da erstmal stehen. Zu wenig rot immer. Oh, mein VHS-Kassetten hier. Soll das hier das Monster sein? Yay, rot. Ah, okay, hier müssen wir mit durch. Ich sehe. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich den Dino da fotografieren. Gucken, draußen noch irgendwas. Oder, ah, hier. Ah, damit geht das kaputt. Ah. So, Freunde, dann macht mal das Foto. Yay. Wir haben das Monster fotografiert. So. Einer nimmt das Bild mit. Stimmt, die anderen beiden wollten das Bild haben. Die waren hier drüben. So. Unser Beweis hier. Unser Beweis ist da. Was haben deine Tiny Kinder da? Den Beweis macht den Rahmen drum, damit wir ihn besser sehen. Okay. Juhu! Ach, wie süß. Rasch, schnell, sieh dir das an. Er hat es geschafft. Ein fotografischer Beweis. Mal, das ist das Monster? Wie ich doch sagte, die Zähne sind so scharf wie Rasierklingen. Die Augen dunkel wie die Nacht und es hat eine Aura des Hasses. Ja, ich sehe es. Dovi, das ist ein Plüschtier. Davon gibt es im Haus Dutzende. Ach ja? Und du hast schon mal so ein furchterregendes Plüschtier gesehen? Jetzt mit ihm kämpfen und uns zeigen, was du drauf hast. Okay, wenn du meinst, Dovi. Ich zittere vor Angst. Also was habe ich ja noch nie gesehen. Du bist ein echter Held. Können wir jetzt heimgehen? Ja, jetzt habe ich auch Hunger. Danke, Fremder. Ohne dich wäre ich als Wahnsinniger abgestempelt worden. Übrigens. Oh lol, meine Tinykind pennen allein. Wie süß ist das denn? Während meines heldenhaften Rückzugs habe ich das gefunden. Das gehört wohl ins Adwin-Museum. Könntest du das für mich hinbringen? Ja, klar. Eine Münze. Schließlich muss ein Krieger wieder zu Kräften kommen. Genau. So. Gebrochen mit Meere. Ah, das sind diese Tags. Okay. So, genug geschlafen? Wir müssen weiter. Deine Kamera um den Hals? Oh ja, stimmt. Jetzt haben wir die Kamera um den Hals. Ich glaube, das hatten wir vorher noch nicht. Ich glaube, die haben wir jetzt mitgenommen. Können wir jetzt Fotos machen? Hier, von meinem Tinykin. Nahaufnahme. Spannend. So, wo wollen wir als nächstes hin? Da hinten ist noch eine Leiter. Den Fernseher müssen wir noch machen. Hier hatten wir alles. Dann sind ein paar rote Eier. Können wir nochmal mitnehmen. Was ist das hier? Bleib mir im Haus servieren, eine fade Brühe, die sie aus allem brauen, was sie finden können. Also hör mir bitte zu. Die Pollen hier singen. Man muss sie nur im Rhythmus berauen. Hör zu, ich sorge für die richtige Mischung, wenn du mir nur Pollenbälle aus ganz Sankta bringst. 1000 Pollenbälle aus Sankta, die sollten für einen ausgewogenen Tropfen reichen. Und natürlich erhältst du eine angemessene Belohnung. Jo, wir haben 713. Wir müssen noch ein bisschen sammeln. Verdammt, wir haben nur einen. Ah, hier vorne sind ein paar.
So. Mann, mir juckt die ganze Zeit. Daltonia, warum starrst du denn die ganze Zeit dieses Ding an? Hast du was gegen Treppen? Was redest du da? Sie ist so schön, diese Farben, diese Nuancen. Nuancen? Ich sehe nur Blau- und Gelbtöne. Also geh mit dir. Hast du wieder Dummies in die Augen bekommen. Sie ist rot, orange, gelb, blau und violett. Perfekt. Oder so gut wie. Etwas fehlt, eine siebte Farbe. Khaki-Grün vielleicht? Das ist auch ein Gelbton, aber warum nicht? Viel Spaß noch. Okay, wir müssen einen von diesen... Ja, es funktioniert sogar. Dinger noch finden.